Mit diesem Versuchsaufbau können wir den radioaktiven Zerfall von Radon beobachten. Radon, 220 Radon, ist gasförmig. Das müssen wir erstmal irgendwo herbekommen. Radon ist ein Produkt aus der Zerfallsreihe von Thorium, und zwar 232 Thorium. Dieses Thorium, das ist fest und das ist hier drin. Thorium hat eine Halbwertszeit von etwa 10 hoch 10 Jahren. Das heißt, wann auch immer da jetzt jemand was reingefüllt hat, da ist auf jeden Fall noch genug von übrig. Das Thorium zerfällt über diverse Zwischenprodukte zu diesem gasförmigen Radon. Wichtig ist jetzt, in dieser Zerfallsreihe ist nur das Radon gasförmig. Alle anderen Zwischenprodukte sind fest. Das heißt, wenn ich nachher auf diese Flasche hier drücke, dann entweicht über diesen Schlauch hier in diese Kuppel im Wesentlichen nur das gasförmige Radon. Das Radon zerfällt dann über Alpha-Zerfall in Polonium und das Polonium zerfällt weiter über Alpha-Zerfall nach Blei. Diese Kuppel hier, die ist nachher positiv geladen und die hat hier innen drin einen negativ geladenen Stift. Alpha-Teilchen sind positiv geladen, die werden also nachher auf diesen Stift hier zubeschleunigt. Und wenn die auftreffen, dann erzeugen die einen Strom. Diesen Strom, den kann ich messen. Dafür habe ich einen Messverstärker, der gibt dann nachher eine Spannung auf, die proportional ist zu dem Strom, der von den Alpha-Teilchen erzeugt wird. Hier steht noch ein Netzgerät, das ist für die Hochspannung an der Kuppel. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, welche Halbwertszeiten wir da erwarten. Das Radon hat eine Halbwertszeit von 55,6 Sekunden. Das zerfällt unter Alpha-Zerfall zu Polonium und dieses Polonium hat eine Halbwertszeit von nur 0,15 Sekunden. Das heißt, im Vergleich zum Radon zerfällt das quasi instantan. Das heißt, jedes Alpha-Teilchen, das von einem Zerfall von Radon kommt, wird nahezu instantan von einem zweiten Alpha-Teilchen begleitet, das aus dem Zerfall von Polonium kommt. Der Zerfall von Polonium, der geht so schnell vonstatten, dessen Halbwertszeit können wir hier gar nicht auflösen. Stattdessen kommt es uns so vor, als würden wir einfach doppelt so viele Alpha-Teilchen messen, als die, die wir aus dem Zerfall vom Radon erwarten würden. Da wir aber eh nicht wissen, wie viel Radon da genau drin ist, spielt das auch keine Rolle. Das Polonium, das zerfällt weiter zu Blei und auch das Blei zerfällt weiter unter Alpha-Zerfall. Allerdings hat das Blei eine Halbwertszeit von ca. 10 Stunden, das heißt, auch dessen Halbwertszeit sehen wir hier nicht. Dazu zerfallen einfach zu wenige Teilchen. Ganz rechts steht ein Oszilloskop und mit diesem Oszilloskop können wir die Spannung, die proportional zum Strom der Alpha-Teilchen ist, anzeigen, und zwar im Verlauf der Zeit. Ich mache jetzt hier mal die Hochspannung an. So, und mache hier diese Klemme auf, damit das Radon nachher entweichen kann. So, ich habe das Oszilloskop jetzt mal von vorne loslaufen lassen und ich werde jetzt gleich zum günstigen Zeitpunkt das Radon einpumpen. Im Moment ist der Strom von den Alpha-Teilchen 0. So, ich drücke jetzt hier. Und dann sehen wir, wie der Strom steigt. Jetzt können wir dem Zerfall zuschauen. Was wir vielleicht gleich zu Beginn schon mal versuchen können, wir können probieren, die Halbwertszeit hier abzuschätzen. Das heißt, wir sehen, dass zu Beginn der Ausschlag von dem Strom etwa 6 solche Kästchen war. Das heißt, bei einer Höhe von etwa 3 Kästchen ist der Strom auf die Hälfte abgefallen, da ist dann die Halbwertszeit erreicht. Das ist jetzt gleich der Fall. So, also hier etwa ist der Strom jetzt auf die Hälfte abgefallen und wir sehen, dass das nach rund einem horizontalen Kästchen der Fall ist. Wenn wir uns jetzt die Zeitbasis vom Oszilloskop anschauen, die steht hier oben, dann sehen wir, dass das 50 Sekunden sind. Das heißt, das Oszilloskop braucht für so ein Kästchen 50 Sekunden. Das heißt also auch, dass die Halbwertszeit von unserem Radon etwa 50 Sekunden sind. Was wir auch sehen, ist, dass das keine absolut glatte Kurve ist, sondern die ist ziemlich verrauscht. Das liegt daran, dass wir gar nicht vorhersagen können, wie viele Teilchen exakt pro Sekunde zerfallen, sondern das schwankt um einen gewissen Wert. Wir sehen außerdem, dass das kein linearer Abfall ist, sondern rein so vom Draufgucken würde man sagen, das sieht nach einer Exponentialfunktion aus.
Das dauert jetzt ein bisschen, jedes Kästchen sind ja 50 Sekunden. Wir machen einen Zeitraffer. Wenn man die Messwerte sauber aufträgt, dann sieht das so aus. In Blau sind die Messwerte gezeichnet und in Gelb ein Fit mit einer Exponentialfunktion. Wir sehen, der Fit mit der Exponentialfunktion passt sehr gut und aus den Fit-Parametern können wir die Halbwertszeit für unseren Fall ablesen. Das sind 55,2 plus minus 0,2 Sekunden bei einem Konfidenzintervall von 1 Sigma. Für dieses einfache Setup passt das prima zum Literaturwert von 55,6 Sekunden. Bei der kleinen Abweichung macht es sich vermutlich dann doch bemerkbar, dass wir nicht ganz reines Radon haben.